Moin Leute, ich bin Sammy und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von U-Boat. Leute, wir attackieren momentan den Gleitzug, welchen wir schon vor 2 Folgen gefunden haben. Der Nebel hat sich gelichtet und so konnten wir den ersten oder die ersten Angriffe in der letzten Folge durchführen. Wir haben bereits eine Liberty versenkt und haben hier den amerikanischen Frachter, auch eine Liberty, sehr stark angeschlagen mittlerweile. Ein Torpedo hat getroffen, einer ging unter dem Schiff durch. Da scheint mit dem Magnetzünder irgendwas nicht funktioniert zu haben. Ja, und jetzt müssen wir gucken, wie wir hier weiter vorgehen, denn wir haben hier unten eine Korvette, welche auf dem Weg zu uns ist, mehr oder weniger zumindest. Und eigentlich muss ich sagen, würde ich ganz gerne noch einen weiteren Torpedo hier auf die Cassette verschießen. Die Entfernungen und alles. Jetzt ist die 7-Kabel entfernt. Das. Na, wo guckt er denn hin? Guckt gar nicht mehr aufs Ziel, Leute. Dort hinten ist sie. Ja, das sind 7 Kabel. Ne, 7 Knoten Geschwindigkeit, Entfernung 5 Kabel. So, jetzt schauen wir nochmal. Ganz genau. Weil ich denke, hier sollten wir definitiv mal noch ein Torpedo verschießen. 7 Kabel. Das passen wir mal an. Ihre Geschwindigkeit wird mit Sicherheit jetzt deutlich runtergegangen sein. Da werden wir jetzt nochmal schauen. Ich hoffe, die Korvette wird langsam genug sein oder uns vielleicht noch nicht gesehen haben. Ja, die ist extrem langsam, Leute. Wir machen jetzt mal unbedingt ungefähr die Hälfte. Dann wären das 4 Knoten. So, schauen wir mal, macht die denn noch Fahrt durchs Wasser? Ja, die Propeller drehen sich noch. Was haben wir denn für Torpedos bereit? Ich glaube, das war nur ein T3, nicht wahr? Ja. Schauen wir mal, wo steht die Korvette? Die ist jetzt tatsächlich etwas abgebogen. Das heißt, wir haben schon Zeit, nochmal vernünftig auszumessen. Ja, dann machen wir das so jetzt nochmal. So, das ist ungefähr dort. So. Ja, die ist wirklich extrem langsam unterwegs. Ja, der Schornstein könnte aber schon ungefähr die Hälfte sein, wenn man sich das so aus dieser Perspektive anschaut. Das heißt, wenn man bis zur Hälfte misst, müsste man das Ergebnis halbieren und dann hätte man ungefähr die Geschwindigkeit, aber da ist natürlich alles dann Schätzungssache nur. So, aber er sagt tatsächlich 4 Knoten. Dann machen wir das jetzt auch. Wir schicken. Wir hätten jetzt auch noch einen Zaunkönig, aber den sparen wir uns auf. Ich denke, unser Ergebnis ist ganz gut. Du kannst dann. Nee, du fährst einfach mal geradeaus. Wenn du auch wieder drunter her durchgehst, triffst du möglicherweise die County Class. Das wäre auch in Ordnung. Tiefe. Wir wissen, das ist eine Liberty. 7,2 Meter.
Gehen wir jetzt mal auf 7,5. Ich glaube, die letzten hatten wir auf 8 gestellt. Möglicherweise war das ein bisschen zu weit entfernt, um den Magnetzünder richtig zur Wirkung kommen zu lassen. Okay. Und los. So, auf die Korvette hier ein Torpedo vergeuden, das tun wir nicht. Wir bleiben noch mal einen kleinen Moment aufgetaucht, sagen ihm aber, obwohl nein, er soll sein Periskop ausgefahren lassen. Ich sehe da jetzt gerade keine so große Gefahr. Er hat das Periskop auch wieder weiter eingefahren. Dann schauen wir mal. Ja, also auf den ersten Blick sieht das gut aus. Das ist aber auch ein Seegang, Leute. Ja, das sieht vielversprechend aus. Gucken wir mal, wann das Schiff in Sichtweite kommt unter Wasser. Da ist es, Leute. Der Torpedo sitzt. Ha. Schönes Bild, Leute. Aber ihr seht, das Schiff liegt tatsächlich dadurch, dass es jetzt ein bisschen Schräglage hat, auf Höhe des Torpedos. Jetzt muss der Aufschlagzünder anfangen zu wirken. Ja, ist, ich weiß nicht, natürlich gut und nicht gut zur selben Zeit. Wir ändern mal kurz die Kamera. So. Aber der Torpedo hat getroffen. Schwere Schäden am Rumpf, Leute. Jetzt brennt der Kahn auch ordentlich. Und wieder brennt. Und damit haben wir diese Liberty auch versenkt. Fantastisch, Leute. Sehr schön. Die Korvette fährt weiterhin Kurs hierhin. So, dann schauen wir mal, was wir hier als nächstes machen. Ja, die Korvette ist natürlich jetzt ziemlich nah. Möchte da keinen Zerstörer, keinen Zerstörer, das auch nicht. Ich möchte da keinen Torpedo drauf verschwenden. Und jetzt kommt hier gerade alles wieder auf uns zu. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal auf. Na, wir gehen mal auf 75 Meter. Du hast gleich schon wieder nachgeladen. Fantastisch. So, und wenn wir auf 50 Meter sind, werden wir die Maschinen mal auf kleine Fahrt stellen. Damit wir zumindest ein bisschen mit dem Konvoi mithalten, mit dem Geleitzug. Okay. Kleine Fahrt in diese Richtung. Dann, wir können jetzt auch mal auf langsame Fahrt gehen, weil seine Propellergeräusche verhindern, dass er uns hören kann mit dem passiven Sonar. Und die hier können uns eventuell noch für die hier halten.
Ich speichere mal kurz zwischen. Möglicherweise können wir sogar noch auf halbe Fahrt gehen. Das probieren wir jetzt mal aus. So. Sehr schön, Männer. Gute Arbeit. Wir gucken uns mal unsere Torpedorohre an. Wunderbar, Leute. Alles geladen, alles vorbereitet. 3 T3 und 1 T5. Nächstes Ziel wird hier die County Class. Okay, aber wir schaffen es von den Geschwindigkeiten her nicht, die einzuholen. Moment mal, jetzt zieht hier aber gerade was anderes an, und zwar die Zerstörer. Aber noch das Kriegsschiff hier. Das könnten wir uns auch mal holen. Wisst ihr, was wir da machen? Stoppen wir jetzt einfach mal auf. Gehen auf 100 Meter. Ach so, auf 120. Lassen die Zerstörer und Korvetten über uns hinwegziehen. Ja, gehen wir auf Nummer sicher. Wir gehen sogar auf 130 Meter. Und werden dann das Schiff hier attackieren. Wunderbar. Okay, das ist wieder die Frage. Ah, okay. Diesmal haben wir hier die Torpedowartung. Die haben uns tatsächlich gehört. Kein Problem. Wir haben ja noch unsere Bolts. Dann würde ich sagen, wir haben noch etwas Zeit, bis die da sind. Ah, komm schon. Dann wirst du einen Bolt starten. Und wir werden dann, ja, ruhig langsame Fahrt zurück machen. So. Und dann sollen sie mal zusehen, dass die uns kriegen. So, wir schauen mal, was sind das denn hier für Entfernungen? Ja, wir sind ungefähr 5 Kabel von ihm entfernt. Das heißt, wir fahren schön weiter geradeaus. So, dann gehen wir schon mal auf kleine Fahrt runter. Bisschen leiser werden. Wir gehen schon mal auf 50 Meter hoch. Blöd ist nur, wir sehen jetzt natürlich gerade nicht, wo die Feindschiffe sind. Aber das werden wir gleich schon noch mitbekommen. Und du drehst dann schon mal ein. Okay, wir hören sie immer noch nicht. Na, macht nix. So, das passt. Dann stoppen wir erstmal auf. Wir schauen jetzt mal kurz so. Aber so sehen wir die Schiffe dann ja auch nicht. Nee, leider nicht. Okay, aber die Wasserbomben sind weit entfernt von uns. Darum gehen wir jetzt auf Periskoptiefe. So, Torpedos. Wie sieht's da aus? Sind alle vorgewärmt? Ja, fantastisch.
Wir sehen aber hier, dass sie da Bomben ins Wasser werfen. Also die sind immer noch hier oben. Oh Leute, der macht gar keine Fahrt mehr durchs Wasser. Ist ja auch interessant. So, er ist am Angriffsperiskop. Du lässt deins eingefahren. Du darfst ausfahren. So, jetzt warten wir mal einen kleinen Moment. Da oben sind sie alle. So, bist du komplett aufgestoppt oder was? Okay. Schauen wir mal. Da bist du. Einrasten. Vor allem müssen wir jetzt erstmal gucken. Was für ein Schiff ist denn das überhaupt? Wir haben auf jeden Fall schon mal eine englische Fahne. So. Es ist keine Korvette. Zerstörer würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen. Schnellboot auch nicht. Achso, wir sind bei Kanada. Ne, nicht Kanada. Vereinigtes Königreich. Daido-Class. Ja. Das passt, Leute. Das ist eine Daido-Class. Okay. Die habe ich bisher auch noch nicht bekämpft. Interessant. So, gucken wir mal, ob du noch Geschwindigkeit hast. So gut wie gar nicht momentan. Das ist natürlich wieder tückisch, ne? Jetzt gleich fangen wir dann wieder an zu schießen. Und dann fahren sie los. Das kennen wir ja schon. Dann berechnen wir erstmal den ganzen anderen Kram. Entfernung 9 Kabel. Können auch ruhig nochmal ein bisschen näher ranfahren. Gehen wir mal auf kleine Fahrt. Aha. Fahren die jetzt los? Es ist wieder ein Spielchen hier, Leute. So, jetzt sind wir bei 6 Kabel. Und wir stoppen wieder auf. Nee, die stehen immer noch. Wo ist er denn jetzt? Da ist er. Tja. Wollen wir es wagen? Kommt, Leute, wir wagen es. Sein Kurs, den gucken wir uns auch nochmal auf der Karte an. So, hier hinten. Oder von mir aus auch in der Mitte, das spielt keine große Rolle. Dann wärst du ungefähr 3-3. 3-3-1. So, Entfernung sind wir bei 6. Von mir aus auch 5 Kabel. Geschwindigkeit, naja, 0 oder 1, das ist jetzt die Frage. Er bewegt sich ja schon ein bisschen. Geben wir mal einen Knoten an. Und wir haben ja auch noch einen Zaunkönig hier. Das heißt, den werden wir definitiv mitnehmen jetzt. Und dann nehmen wir noch zwei T3er. Streuung 40 Meter ist in Ordnung. 5,1 Meter Tiefgang. Gehen wir auf 5,5.
So, und jetzt möchte ich noch ein letztes Mal gucken. Der ist immer noch so langsam unterwegs. Okay, Leute, wenn der jetzt gleich mit der Fahrt angeht, ne, dann braten wir aber einen Storch. Wisst ihr, was wir machen? Wir speichern jetzt deswegen nochmal. Ich meine, das sind drei Torpedos, die wir jetzt verfeuern. Okay. Sehr schön. Der Zaunkönig dreht um. Ist das sein Ernst? 40 Sekunden bis Torpedo einschlagen. Der geht jetzt auch in Richtung Bolt? 30 Sekunden. Gut, hätte man jetzt natürlich erwarten können, aber finde ich doch schon erstaunlich, dass er das jetzt macht. 20 Sekunden. Sind immerhin 1,2 Meilen entfernt. Aber die anderen beiden Torpedos scheinen zu treffen. Dann schauen wir mal. Ach, das gibt's doch nicht. Aber ein Torpedo hat gereicht, Leute. Das Schiff ist entzwei gerissen. Das ist ja fantastisch. Wir haben ein weiteres Großkampfschiff der Briten versenkt. Hervorragend. So, und jetzt müssen wir mal gucken, was der hier so treibt. Ah, da ist nur eine Korvette jetzt im Weg, aber naja, gut, von mir aus. Momentan sieht es so aus, als wenn der da wirklich drauf lenkt. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal, ob wir den Torpedo. Der wirklich hier drauf geht? Naja, wir werden es sehen. Das ist Tatsache. Oh Mann, Leute. Okay. Das war aber ja überhaupt nicht schlimm, wie wir gesehen haben. Ein Torpedo hat gereicht, um ja, die Daido-Klasse zu versenken. Gut, jetzt haben wir uns zusätzlich noch eine Korvette vom Hals gehalten. Aber so richtig geplant war das jetzt natürlich nicht. Aber hey, zwei Kriegsschiffe versenkt. Tschüss, Leute. Ihr seid quasi Kollateralschäden. Okay. Was bringt denn so eine Korvette eigentlich? Schauen wir mal. Isles-Klasse, 1400 Punkte. Ich meine, hey, immerhin. Immerhin. Okay. Ja, wir haben immer noch drei Frachter da oben. Das sind alles H1N1, also relativ unspektakuläre Frachter. Ja. Man, wir können natürlich versuchen, die nochmal zu attackieren und auszuschalten. Ich glaube aber, dass wir dafür einen neuen Anlauf nutzen sollten. Sprich, dass wir uns nochmal kurz absetzen und nochmal heranfahren. Am liebsten würde ich die mit dem Bordgeschütz ausschalten und gar nicht erst ein Torpedo nutzen, weil das sind so kleine Schiffe. Die sind mit, ja, ich weiß nicht, 5, 6 Schuss von der Flak sind die wahrscheinlich am Ende. Also nicht von der Flak, von dem Bordgeschütz, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, wir setzen uns. Ja, Leute, wir fahren jetzt geradeaus einfach. So. Machen erstmal nur kleine Fahrt. Dann schauen wir mal. Und da sind sie uns schon auf den Fersen, wie es aussieht.
Das heißt, wir gehen nochmal auf 130 Meter. Und der Kommandant wird nochmal einen Bolt rausjagen. So. Ja, sollen sie uns ruhig anpeilen. So. Dann können wir auch auf langsame Fahrt hochgehen. Na, keine Wasserbomben? Ah doch, jetzt. Die Frage, haben Sie den Köder gefressen? Ja. Haben Sie. Okay, dann kannst du auch ganz in Ruhe nachladen. Und wir verdünnisieren uns hier. Die Arbeiten an den Rohren sind somit auch beendet. Oh, was haben wir denn da? Aber die haben keine Ahnung, wo wir sind. Jetzt gehen wir noch mal kurz auf kleine Fahrt, um so leise wie möglich zu sein. Aber wir sehen die alle hinter uns, Ich muss mich ausruhen. wie sie sich hier um den Bolt prügeln. Aber jetzt haben sie uns doch nochmal gesehen. Oder gehört, besser gesagt. Tja. Auch krass, ne? Mit kleiner Fahrt voraus bei 130 Meter Tiefe. Dann gehen wir jetzt nochmal auf 150 Meter. Werden noch einen Bolt auswerfen. Wir haben ja Gott sei Dank noch einige in Ersatz. Müssen sehr, sehr gute Sonarbedingungen haben, dass die uns hier jetzt so leicht noch aufklären. So, komm jetzt. Zack, zack. Wunderbar. Dann gehst du direkt mal ans Lager und schnappst dir die anderen fünf auch noch. Sehr schön. Da sind wir auf 150 Meter. Und wir. Ja, wir müssen mal eine Kursänderung machen. Ja, dann leg dich da hin. Gerade kannst du sowieso nicht viel tun. Ja, sie wirken immer noch auf den Bolt. Okay, das hier passt auch. Der Gericke, der legt sich jetzt mal hin. Und der Meier geht ans Sonar. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Vermutlich ein Geleitzug. So, nochmal Kursänderung. Die verdünnisieren sich jetzt gerade in Richtung Süden. Das ist auch interessant. Und sie scheinen an ihrem Kurs auch festzuhalten. Dann können wir jetzt gen Norden fahren.
Ist ja fantastisch, Leute. Sieht man, die fahren immer weiter, gehen Süden. Ja, geil. Und dann können wir jetzt nach Norden fahren und uns, ja, mit sehr, sehr wenig Geleitschutz oder vielleicht sogar gar keinem um diese drei kleinen Frachter nochmal kümmern. Oh, das ist ja fantastisch. Ja, und das werden wir dann in der nächsten Folge tun. Wahnsinn. Wir haben in dieser Folge schon wieder ein bisschen was versenken können und wir werden in der nächsten Folge dem Geleitzug dann ein Ende setzen. Wir werden gleich in der nächsten Folge, meine ich, auch nochmal den Schnorchel ausfahren, um unsere Luftqualität wieder zu verbessern. Und dann werden wir relativ schnell zum Angriff übergehen. Okay, Leute, ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr euch auch. Lasst mir gerne ein Like und im besten Fall ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Euer Sammy. Ciao.